aus Weimar. Ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden. Ja, also sehr jung habe ich angefangen, Fußball zu spielen mit 7 und war begeistert, auch weil es war zu Hause schwierig, meine Familie war schwierig. Und mit 13 kam ich dann auf eine sogenannte Kinder- und Jugendsportschule. Das war eine Ehre. Da waren Hunderte, Tausende von Kindern, die getestet wurden und es blieben nur 6 übrig. Und einer davon war ich. Aber so mit 13, 14 kamen die ersten Probleme, weil ich merkte, ich stehe auf Männer. Also in der Fantasie und im Kopf dachte ich an Männer und ich habe es mir sofort verboten. Darf nicht sein, kann nicht sein. Ich bin Fußballer, also kann ich nicht schwul sein. Schwul durfte ich nicht sein, also habe ich mich kontrolliert. Meine Gesten, meine Mimik, mein Kopf, alles, jedes Wort habe ich vorher geprüft, bevor es rauskam. Und dann kam ich recht schnell in die Jugendnationalmannschaft in der DDR. Da habe ich gespielt gegen so spätere Stars der Bundesliga, Bernd Schneider, Thomas Linke, Frank Rost. Ich wollte unbedingt Karriere machen. Ich wollte ein großer Star werden, also mindestens Nationalmannschaft. Mit Anfang 20 war ich so fertig, ich verletzte mich am Bein und konnte ein Viertel, halbes Jahr nicht richtig laufen. Und in der Zeit begann ich zu überlegen, nachzudenken und bekam meine Zweifel, dass alles so richtig ist. Nein, es war nicht nur niemand im Team, sondern gar niemand. Es war keine Ansprechperson, ich war wirklich komplett alleine damit. Keine Familie, der ich es gesagt habe, kein Trainer, kein Betreuer. Ich war wirklich völlig alleine damit, weil ich Angst hatte, beschimpft zu werden, rausgeschmissen zu werden von der Sportschule, meine Karriere aufgeben zu müssen. Zurück zu müssen nach Hause, das wäre für mich eine Demütigung gewesen. Ich war ehrgeizig, ich war gut und für mich gab es nur Ziel Bundesliga oder Nationalmannschaft und zurück. Nein, da war keine Toleranz. Ich habe ja meine Trainer letztes Jahr gesprochen, die ich damals hatte. Und sie sagten, wir wissen wirklich nicht, wir wussten nicht, was wir gemacht hätten. Es gab einfach keine Informationen, keine Toleranz für andere Lebensformen und Arten. Die hätten kein Verständnis dafür gehabt. Na, mittlerweile berate ich den Deutschen Fußballbund zu Antidiskriminierungsfragen, also speziell bezüglich Homophobie. Wir wissen, es gibt schwule Profispieler, Bundesliga-Nationalspieler. Heterosexualität als normal gesehen wird. Und alle anderen müssen sich fragen, warum bin ich so? Das ist der Unterschied, verstehst du? Also Lust am Leben ist ein gutes Mittel dagegen. Andere Lebensformen, verschiedene sexuelle Orientierungen, verschiedenes Alter, verschiedene Hautfarben, Kulturen. Es ist wichtig, mehr zu wissen, unterschiedliche Lebensformen kennenzulernen, um locker zu werden. Ich denke schon, toll, ich denke, eine Form von Homophobie. Wenn du dich gut oder bewegst, wie Müller, Und hvis de er der, så vil det være en stor overraskelse. Jeg tror, det har at gøre med, at vi, som vi virkelig har sagt, har med et lidt mere maskulint miljø at gøre, som næsten på en linje med boksen, altså jeg appellerer til den karikerede mandestereotyp. Jeg har ikke indtryk af, at der er nogen, der går og trykker sig med. Jeg har stor lyst til, at vores miljø skulle være rummeligt nok til, at man for først kan have homoseksuelle, de tør være der. Og lige præcis der, der har vi bare ikke lov til at vise, at vi kan. Men jeg tror, så firkantet som jeg nu kan gøre det hele op, jeg tror simpelthen ikke, at det har appelleret til homoseksuelle at være en del af sådan. Der er så i øvrigt også mange gode grunde til, at vi ikke skulle gøre det, fordi det er en utrolig stenalderverden på mange måder, der benhård konkurrence. Altså, jeg synes, det er et problem, hvis en homoseksuel spiller ikke mener, at han kan springe ud. Men jeg synes, altså, før vi når dertil, skal vi jo prøve at finde ud af, om der reelt er ret mange. Og jeg tror bare ikke, at det miljø,
der er det nødvendigvis slut så mange homoseksuelle med og elitikere. Altså, jeg er da sikker på, at der er homoseksuelle fodboldspillere. Og jeg er da sikker på, at hvis vi lægger alle ligaerne sammen og finder 3.000 og 40.000 elitefodboldspillere, så skal der være homoseksuelle. Og specielt i en tid, hvor det at ytre sig seksuelt er så fantastisk vigtigt, at det var for 10, 30, 20 år siden. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt at være rum. Jeg synes, det er det, vi alle sammen skal være med, enten det er på seksualitet, eller højde, eller køn, eller på religion. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi glæder os over forskellighed. Og derfor er der helt sikkert også plads til undtagelser. Jeg mangler bare i mine snart 30 år i mit liv, at jeg har mødt undtagelser. Og jeg synes jo netop, reaktionen på Eike Nyskogs bog og hans meget kraftige afstandtagelse til homoseksualitet, den viser netop, at man i dansk fodbold i hvert fald ikke deler den holdning. Han blev fyret og indsat, gjort til en eksponent for noget, som fodbold ikke bestod. Vi vil autentiske mennesker. Vi vil frihed. Aber die Frage muss nicht gestellt werden. Du bist, was du bist. Fertig.